Ja, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich habe mir hier was extrem Geiles bestellt. Ich habe es schon aufgemacht, weil ich reingucken musste, ob es auch wirklich das ist. Und zwar habe ich mir wieder was von Lego geholt. Und das Ganze will ich in diesem Video einmal zeigen. Werde es heute auch noch aufbauen, das werde ich aber nicht aufnehmen. Aber ich werde, wenn es fertig ist, es euch gerne mal zeigen. Ebenfalls will ich hierzu dann auch noch ein, zwei kleine Verbesserungen machen. Derzeit warte ich bei der ganzen Sache auch noch bei dem Venator. Der steht übrigens immer noch hier, schön aufgestellt, dass ich mir den immer angucken kann. Ist wie gesagt immer noch ein wunderschönes Raumschiff, muss ich ehrlicherweise sagen. Und noch ziemlich riesig. Ich wurde schon gefragt, wann die Verbesserungen dazu mal kommen. Lasst mir noch ein bisschen Zeit. Also dafür habe ich euch ja schon mal gezeigt, was ihr euch da einbauen könnt. Also wegen diesem Loch hier oben. Aber ein, zwei Sachen würde ich momentan immer noch am überlegen. Dafür habe ich schon Ideen. Hierfür habe ich schon Ideen. Für die Triebwerke habe ich auch schon Ideen. Da lag gerade noch Müllpern, kennt's? Für hier vorne lasse ich mir gerade noch ein paar Sachen überlegen. So wie hier für die Seite. Aber das Ganze kommt dann später in einem anderen Video. Man hört es vielleicht ein bisschen raus. Ich bin etwas erkältet, aber das ist egal, denn ich mache jetzt das Ganze auf. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon am Titel und am Thumbnail erkannt, aber das ist ja auch egal. Es ist wunderschön. Ich hatte früher mal einen, das hier ist aber der allerneueste mit der 212. Und schaut es euch an, was da wunderschöne Sachen drin sind. Commander Clodys ist einfach dabei, dann sind da drei 212. Clone Trooper drin und ein 212. Gunner. So wie Druiden. Ebenfalls haben wir so ein, ich glaube, das ist ein Spider-Droid, wenn ich mich nicht irre. Mega cool, von dem will ich noch ein paar mehr haben später, denn wir haben ja große Pläne. Denn wir wollen den Kampf von Geonosis machen mit hier Phase 2 Klonsoldaten und verschiedene ja, Armeen. Ich mache ein paar eigene Sachen rein, so wie die Ahsoka-Klontruppen. Man sieht die hier. Davon habe ich ja auch einige. Die sind derzeit hier im Regal aufgestellt. Genauso wie meine 501. Klontrooper, die dort auch reinkommen in das ganze Mock. Wir haben ja wie gesagt alles gerade ein wenig aufgestellt und hierzu kommt auch noch ein Video, denn das ist ein saugeiles Bild, was ich gefunden habe und das möchte ich euch dann auch noch zeigen. Aber kommen wir jetzt mal hierzu. Warum habe ich mir den geholt? Erstens, den gibt es beim Kampf auf Geonosis, deswegen habe ich mir geholt und erstens finde ich ihn sau schick. Ich hatte wie gesagt früher schon mal einen, jetzt habe ich wieder einen. Hier habe ich auf jeden Fall schon ein paar Ideen für Upgrades, aber davon brauche ich auf jeden Fall einen. Erstens war der im Angebot, was mega gut ist. Und zweitens ist er wunderschön. Die Verpackung auch. Die Verpackung ist auch echt in einem sehr, sehr guten Zustand dafür, dass sie von Amazon kommt. Drehen wir das Ganze mal um. Man sieht hier, man kann ihn hier drüber dann hochheben. Das Geschütz lässt sich wie gesagt auch wieder drehen. Kennt man genauso wie die Beine, die werden sich dann auch bewegen lassen. Man sieht dann hier, hier können auch noch ein paar Soldaten drin sitzen, so wie man kann das Cockpit raus. Hier sind dann einmal noch die ganzen Soldaten gezeigt, genauso wie die Droiden und der Spider-Droid. Mega, mega cool. Das Ding sieht allgemein also mega aus und ich freue mich, das Ganze dann auch einmal zu zeigen. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich da wieder ein paar Verbesserungen mache. Wir gucken, ob wir das Ganze hier mal ein bisschen glatter machen. Da habe ich auch mal ein geiles Video gesehen, dass wir das ein bisschen verändern. Werde ich aber alles später in einem extra Video noch zeigen. Das wird sich aber alles hinziehen, denn ich habe derzeit sehr, sehr wenig Zeit. Ich habe mal ein Video dazu gebracht, warum. Also schaut euch das gerne mal an. Ich verlinke es hier mal einfach kurz drin. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt ans Aufbauen ransetzen. Das wird ein bisschen dauern. Ich werde die Verpackung versuchen, nicht zu beschädigen, denn ich möchte die gerne behalten und später aufstellen hinter dem AT-TI dann. Also hier dann jetzt ein kleiner Zeitsprung und ihr werdet das sehen, wenn das Ganze aufgebaut ist. Ja, ich befinde mich jetzt gerade an meinem PC-Setup, denn wir müssten das Ganze hier aufschneiden. Das Licht ist ein bisschen dunkler. Ich habe einen Monitor nur ein bisschen weiß gemacht und oben die LEDs an. Hier jetzt schön mit einem Messer lang gehen und diese Aufkleber abmachen. Da vorne ist nämlich noch einer. Jetzt mal nicht aufs Handy gucken. Zack. Und somit haben wir das Ganze aufgemacht, ohne das so richtig zu beschädigen. Und falls man das später zukleben will, klebt man das einfach wieder hier über diesen ja, Kleber jetzt schon rauf. Macht man einfach einen Tesafilm hier über die alten Kleber und dann ist das Ganze auch nicht mehr am Ende beschädigt. Also super easy. Ich will noch mal kurz zeigen, was man hier so bekommt. Also man bekommt hier einiges wieder an Tüten. 6 Tüten ist, glaube ich, das höchste, also die Zahl 6 ist dann der letzte Bauausschnitt. Und die Anleitung, oh Knister, ist hier in so einer Pappverpackung gepackt. Die werde ich auf jeden Fall noch einscannen, um mir die Punkte zu holen. Also braucht ihr gar nicht versuchen.
Denn man bekommt, wenn ihr das nicht wisst und Anleitungen zu Hause habt, kann man die einscannen und bekommt VIP-Punkte auf sein Konto. Und mit den VIP-Punkten, das heißt jetzt glaube ich nicht mehr Lego VIP, sondern Lego Insider, bin ich der Meinung, könnt ihr euch dann noch geniale Sachen holen. Deswegen scannt eure Anleitungen ein, da bekommt ihr dann wunderschöne Punkte. Kommen wir zum nächsten, und zwar gibt es hier auch wieder Sticker. Ich weiß nicht, was ich von Stickern halten soll. Also ich finde, Lego sollte die Teile alle bedrucken, denn die Sticker gehen nach einer Zeit ab, was ich nicht so schön finde. Sticker finde ich immer nicht so geil. Aber was genial ist, ist hier die Anleitung. Hier eine schöne große Anleitung mit sehr vielen Steps. Und hier ist dann immer, wie gesagt, so ein QR-Code. Den könnt ihr dann einscannen und bekommt dann immer Punkte. Wenn ich es richtig weiß, ist, dass ihr pro Set, egal wie teuer das Set war, immer 20 Punkte bekommt. Das heißt, ihr könnt euch ein Set für 10 Euro kaufen, bekommt 20 Punkte, oder für 100 Euro und bekommt auch 20 Punkte. Also da könnt ihr rein theoretisch irgendwie so ein Set für 5 Euro kaufen oder so. Ihr kauft das, keine Ahnung, 10 Mal, würdet 50 Euro ausgeben und bekommt dann 200 Punkte, oder ihr kauft ein Set für 50 Euro und bekommt nur 20 Punkte. Also falls ihr VIP-Punkte fahren wollt, ihr könnt euch irgendwelche Gutscheine kaufen, ihr könnt Eintrittskarten in irgendwelche Legoland oder Lego Discovery Sachen kaufen, Lego Park Sachen, ihr könnt irgendwelche exklusiven Lego Sachen holen, also sowas alles bekommt ihr dann mit den Lego VIP-Punkten. Falls ihr das Set auch haben wollt und ihr mich gerne unterstützen wollt, erster Link in der Videobeschreibung, checkt gerne ab, kommt ihr auf Amazon, ist derzeit auch noch im Rabatt, also kostet nur 101 Euro, in Anführungsstrichen nur, also da könnt ihr mich gerne auch unterstützen, falls ihr das Set auch haben wollt. Was ich auch echt cool finde, ist, muss ich sagen, hier sieht man dann beispielsweise auch Tüte 1, baut ihr das auf, Tüte 2, baut ihr das auf, Tüte 3, baut ihr das auf, Tüte 4, das so, das könnt ihr da alles drin sehen, das gab es beispielsweise bei dem Venator, den ich von Moltkin gekauft habe, gab es das leider in der Klemmbausteine-Anleitung nicht. Bei Lego gibt es das aber schon, also die Lego-Anleitungen sind deutlich besser durchdacht als die von Moltkin, aber dafür sind die Klemmbausteinsachen von Moltkin auch deutlich günstiger, also dass man hier nochmal einen Vergleich hat mit den Sets beispielsweise, wie die durchdacht sind. Also eigentlich wollte ich ja direkt drüber skippen, wenn das alles fertig ist, aber ich muss sagen, dieser Spider-Droid, der ist schon cool gebaut. Und Droiden. Droiden sind natürlich einfach so OG. Aber ich muss sagen, die Waffenfarbe sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Das ist so ein Silber, nicht so ein Schwarz. Und wir haben natürlich auch Ersatzteile. Und da ist das gute Stück endlich fertig aufgebaut. Ging eigentlich relativ schnell. Das Aufbauen hat auch relativ viel Spaß gemacht. Und Aussehen tut es auch sehr, sehr schön. Ja, wir haben hier oben, wie ihr gerade schon gesehen habt, einen Halter. Daran kann man den tragen. Ihr seht, ist auch sehr stabil. Die Beine wackeln nur hin und her. Aber es hält auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Kanone. Und zwar diese Kanone hier. Ihr seht das? Ja, die ist hier so lang mit so Technik-Bricks aufgebaut. Kann sich auch immer so einzeln bewegen. 360 Grad drum, wenn ich es jetzt nicht nach oben halte. Ist auf jeden Fall cool. Ihr könnt hier einen Klon reinsetzen. Und ihr habt da sogar so eine Kommandokonsole vorne dran. Schönes Feature. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Dann habe ich euch den Halter ja schon gezeigt. Den könnt ihr hier so hochnehmen. Wieder runterdrücken, eigentlich ganz entspannt. Dann gehen wir hier hin. Hier kommen eigentlich, wenn ich mich nicht irre, Sticker hin. Ich habe die jetzt aus Prinzip nicht aufgeklebt. Hinten die Kanonen finde ich auch sehr schön, weil die sich so halt komplett rumdrehen lassen. Also das sind schon, ja, perfekt. Einfach rausgenommen. Ihr dürft das nicht zu doll machen, aber an sich ist das eine super Technik eigentlich. Also finde ich ganz schön. Sind hier auch zwei Stück hinten. Dann gehen wir weiter hier zu den Seitenpanels. Die sind auch, ja, in Ordnung aufgebaut. Ich hätte mir mehr glatt gewünscht tatsächlich. Das ebenfalls haben wir das nochmal hier. Da ist nochmal so ein runter dran und auf der anderen Seite sieht das Ganze genauso aus. Also einfach spiegelverkehrt gebaut. Dann, was ich schade finde, ist, dass die Beine halt so am Rumwackeln sind. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also ihr müsst die Beine so gesehen zweimal jeweils immer alle bauen. Einmal seht ihr hier. Die hier müsst ihr zweimal, denn die. Das Bein ist auch nochmal hier vorne dran. Dann habt ihr hier einmal die zwei großen Beine. Die sind auch sehr wackelig hier. Könnt ihr sehen, es lässt sich so komplett rumdrehen. Und wenn ihr das dann hinstellt, dann sieht das Ganze so aus. Vorne haben wir dann vier solche Kanonen. Die sind viermal hier dran. Lassen sich selbstverständlich auch komplett so drehen. Und dann haben wir hier vorne noch das Cockpit. Das könnt ihr auch einfach rausnehmen. Könnt ihr einen reinsetzen. Seht ihr hier, das ist dann über diesen Technik-Brick und diese Einkerbungen, könnt ihr das Ganze dann einfach so entspannt reinschieben. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze auch aufmachen. Leider nicht zu weit. Also ihr habt hier nur so viel Platz. Ihr könnt die Seitenpanels aber noch wegdrehen. Und dann könnt ihr da auch noch zwei Soldaten reinsetzen. Dort sind dann noch einmal hier hinten ein paar Droidenknaller drin oder wie die heißen und ein Werkzeugkasten und ihr habt hier rechts auch noch eine Box. Das könnt ihr einfach hier so runterklappen auf ganz entspannt. Hinten ist das Ganze dann ein bisschen tricky, weil das ist irgendwie so, ich weiß es nicht, das ist ganz komisch irgendwie hinten, weil das ist hier befestigt,
aber auch hier. Und das müsst ihr dann so zack auseinandernehmen. Dann könnt ihr das hier komplett runter machen, so. Und das könnt ihr dann so hoch machen. Und da könnt ihr ebenfalls nochmal 4 Klonsoldaten reinmachen und könnt dort auch nochmal die Waffen dran machen, aber nur 2 Stück. Ja, das hier könnt ihr dann, keine Ahnung, wofür das hier ist. Da kann sogar noch einer sitzen, sehe ich gerade. Also sind das insgesamt 5 Plätze da drin. Ja, das war der ATTE. Link zu dem ist ebenfalls, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir weiter zu den ganzen Figuren. Mit dabei haben wir so einen coolen Spider-Droid, den ich euch vorhin ja schon gezeigt habe. Jetzt aber mal unter großem Licht. Hier ist so eine coole Antenne drauf. Die ist auf jeden Fall cool. Also den Lego-Stein, den kannte ich vorher noch nicht. Und allgemein ist das, ja, cool aufgebaut. Also ich finde es schön. Ich würde davon gerne noch 1, 2 mehr haben, weil die kann man super in Mox einfach halt einbauen. Dann kriegt man zu dem Set noch 3 Kampfdroiden dazu. Ganz normale hier. Die haben doch eigentlich noch eine Waffe dran. Die habe ich jetzt mal abgenommen. Ist aber auch nichts Spannendes. Sind einfach nur ganz normale Droiden. Die kann man auf jeden Fall noch ein bisschen selber dann später verbessern. Ebenfalls haben wir hier dann noch einen Gunner-Klonsoldaten. Hier auch ein cooler Helm. Alles natürlich Phase 2 mit einem ganz normalen Klonsoldatenkopf. Nichts Interessantes, aber finde ich ganz schön. Kann man oben in die Kanone oder halt ins Cockpit reinsetzen. Dann sind ebenfalls noch 3 normale 212. Soldaten drin. Auch ganz schön. Auch Phase 2 könnt ihr auch noch hier oben was ranmachen, falls ihr wollt. Sind auch sehr, sehr schöne Soldaten. Leider keine Armbedruckung. Dafür der Tor so die Beine und sogar hier unten die Schiene ist bedruckt und von hinten ebenfalls auch. Dann haben wir hier noch Commander Cody. Da ist ebenfalls leider keine Armbedruckung dabei. Ist wie von dem Gunner halt der Helm, außer dass hier unten noch was dran ist. Ich weiß gar nicht, ob der Gunner das gerade auch hat. Wir holen den mal kurz. Also wie ihr sehen könnt, der Gunner hat diese orangenen, ja, was ist das, Pfeile, Dreiecke hier nicht. Hier könnt ihr aber einmal den Helmvergleich sehen. Hier oben drauf auch ein bisschen anders, aber ansonsten relativ gleich. Ja, wie gesagt, Cody hat leider keine Armbedruckung. Dafür sind die Beine und auch hier unten der Torso wieder bedruckt. Also auch eine sehr hübsche Minifigur. Ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Hier seht ihr nochmal meine Klonarmee. Die hier, die 4 hier vorne und Commander Cody sind neu dazugekommen. Ich hoffe, euch gefällt ja das. Langsam macht sich das auch. Bald wird dann noch in die Vitrine der ATTE reinkommen. Da gibt es dann nochmal einen extra Platz. Als nächstes müssen wir unbedingt unsere Druidenarmee ein bisschen vergrößern. Also falls ihr auch das Set haben wollt, schreibt mir gerne, schaut gerne in die Kommentare. Ihr würdet mich über den Kauf, über meinen Link unterstützen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut herein, bis dann und ciao, ciao. We'll be right back.